Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Doris Hirschmann und ich verantworte den Redaktionsbereich Erwachsenenbildung und Weiterbildung beim Deutschen Bildungsserver. Am 8. September, dem Weltalphabetisierungstag, wird jedes Jahr daran erinnert, dass es in vielen Ländern immer noch ein Privileg ist, lesen und schreiben zu können. Die UNESCO hat diesen Tag zum Internationalen Alphabetisierungstag ausgerufen. Die internationale Alphabetisierungsarbeit zielt vor allem auf politische Maßnahmen zur Reduzierung des Analphabetismus, auf die Entwicklung von geeigneten Lehr- und Lernmaterialien und auf die qualifizierte Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Für die UNESCO ist Bildung der Schlüssel für nachhaltige menschliche Entwicklung und für die Überwindung von Armut. Im Jahr 2020 steht der Alphabetisierungstag weltweit unter dem Thema Lesen und Schreiben, Lehren und Lernen während der Covid-19-Krise und darüber hinaus. Der Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf der Rolle der Lehrenden und den Veränderungen in der Pädagogik. Weitergehende Informationen zum Weltalphabetisierungstag, wie zum Beispiel zentrale Akteure und Maßnahmen auf internationaler Ebene, finden Sie auf der Seite Alphabetisierung in der Erwachsenenbildung beim Deutschen Bildungsserver. Dort sind auch alle wichtigen Akteure, Projekte und Maßnahmen zur Alphabetisierung in Deutschland zusammengestellt. Aber was konkret können Menschen tun, wenn sie ihre eigenen Lese- und Schreibfähigkeiten verbessern wollen? Zum Beispiel eine App benutzen. Mit der Leo-App können Fragen wie, was kann ich und wo brauche ich Hilfe, brauche ich überhaupt Hilfe oder reichen meine Kenntnisse aus, schnell, anonym und kostenfrei beantwortet werden. Die App ist sowohl für Apple als auch für Android-Endgeräte verfügbar. Ich habe es gewagt und den Selbsttest gemacht. Die App in den entsprechenden Playstores auffinden, herunterladen und installieren, kein Problem. Schön ist, dass beim Öffnen der App sofort alles vorgelesen wird. Soweit ist alles gut. Bei der ersten Aufgabe habe ich nicht gleich verstanden, was ich tun muss und es gibt keinen Button, um sich die Aufgabe noch einmal beschreiben zu lassen. Vielleicht gehört das schon zum Test, aber falls nicht, wäre die Einrichtung eines Wiederholungsbuttons für die erste Aufgabe, bis man das Prinzip verstanden hat, ganz schön. Die Auswertung nach den Tests ist sehr neutral und eigentlich wird nicht klar, zu welcher Gruppe man gehört. Es sind verschiedenfarbige Gruppen unterschiedlicher Größe grafisch dargestellt und ein Fähnchen schwebt nach den Tests automatisch zur Grafik der Gruppe, zu der man gehört. Aber die Bildunterschrift irritiert etwas. Es wird von 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten gesprochen. Aber ist diese genannte Gruppe nun auf der Grafik die kleinste Säule in Rot oder die größte in Grau? Es wird nicht erläutert, was die Stufen A1 bis A4 bedeuten, zum Beispiel welches die beste oder schlechteste Zuordnung ist. Außerdem erhebt sich die Frage, ob allen Nutzern klar ist, was der Haken vor der grauen Gruppe mit dem Level A4 bedeutet. Ein freundlicher Hinweis, dass man je nach Ergebnis Hilfe nötig hat und eine Empfehlung, was man jetzt als nächstes tun sollte, ist an der Stelle vielleicht hilfreicher und ermutigender als der ganze neutrale Hinweis auf die Telefonnummer des Alpha-Telefons. Aber für einen ersten Schritt, um sich mit den eigenen Lese- und Schreibkompetenzen auseinanderzusetzen, ist das eine gute Sache. Der nächste Schritt könnte eine Beratung sein, um passende Unterstützungsangebote in der Nähe zu finden. Hier haben sich inzwischen zwei gut zu erreichende Angebote etabliert. Beim Infotelefon Weiterbildungsberatung zu erreichen über die Nummer 0800 201 7909 trifft man auf qualifizierte Fachleute, die montags bis freitags, außer an Feiertagen, zwischen 9 und 17 Uhr zu allen Fragen rund um eine persönliche Weiterbildung beraten. Der zweite Weg, um zu einer Beratung zu kommen, ist das Alphamobil. Es ist deutschlandweit unterwegs, um Werbung für Lese- und Schreibkurse zu machen. Gemeinsam mit Kursanbietern vor Ort beraten die Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erwachsene, die besser lesen und schreiben lernen möchten und informieren die Öffentlichkeit über Alphabetisierung und Grundbildung. Unter der Alpha-Telefonnummer 0800 53 33 4455 ist zu erfahren, wo das Alphamobil im Einsatz ist und wie man an Informationen kommt. So viel zu den Wegen, um sich Hilfe zur Verbesserung seiner Lese- und Schreibkompetenzen zu holen. Lehrenden im Bereich der Alphabetisierung lege ich das Dossier für Lehrende zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener des Internetportals www.web.de ans Herz. Es enthält zahlreiche Informationen, Lehrmaterialien, Netzwerke und Anlaufstellen zu den Themen Financial Literacy, arbeitsorientierte Grundbildung und Digital Literacy. Zum Schluss noch ein Blick auf die Entwicklungen in der aktuellen Förderpolitik. Im Bereich der beruflichen Bildung werden die Bemühungen um die Alphabetisierung immer stärker ausgebaut.
Fortlaufend entstehen Informationen und Instrumente zur berufsbezogenen Grundbildung, die beim Deutschen Bildungsserver auf einer eigenen Seite zusammengestellt sind. Auch eine aktuelle Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung macht deutlich, dass an dem Thema kontinuierlich weitergearbeitet wird. Um die Entwicklung und modellhafte Erprobung weiterer innovativer Konzepte, Modelle und Maßnahmen im Bereich der arbeitsorientierten Alphabetisierung und Grundbildung zu fördern, richtet das BMBF im Rahmen der Alpha-Dekade 2016 bis 2026 einen neuen Förderschwerpunkt zur arbeitsorientierten Alphabetisierung und Grundbildung ein. Mit dem neuen Ansatz der Arbeitsorientierung soll über die bisherige Fokussierung auf betriebliche Strukturen hinaus das gesamte System der beruflichen Weiterbildung und Arbeitsförderung in den Blick genommen werden. Damit sollen geringliteralisierte Erwachsene innerhalb des Systems der beruflichen Weiterbildung besser unterstützt werden. Neben der Entwicklung innovativer, arbeitsorientierter Lehr- und Lernangebote soll der Erwerb digitaler Grundkompetenzen besondere Berücksichtigung finden. Daher sind Vorhaben zur Entwicklung digitaler gestützter Lehr- und Lernangebote besonders erwünscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aufgepasst! Entsprechende Projektskizzen können noch bis zum 6. November 2020 eingereicht werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers.